falsche Karte. Ja, schauen wir nochmal. Wir überraschen jetzt hier Philipp mal. Der weiß noch nichts von seinem Glück. Dass wir jetzt hier mal einfach vorbeischauen. Da ist er. Na? Hast du Sachen an? Nee, ja, immerhin. Dann gebe ich dir mal die Chance, hier noch dir ein Kleidungsstück überzuwerfen kurz. So, endlich was an hier, oder? Jetzt kann's losgehen. Erstmal frühstücken. Ja, beste. Sie wird wieder gezaubert, oder? Moin! Guten Morgen. Ja, es geht schon wieder prächtig los am Wörthersee. Wir nehmen jetzt unseren Servicewagen. Der Goldbarren ist nämlich liegen geblieben. Das Auto, wo er am wenigsten gerechnet hat, dass er liegen bleibt, hat den Geist aufgegeben. Ich denke aber mal, da ist nur die Batterie kaputt oder die Batterie ist fast leer. Wir haben zum Glück unseren Booster dabei. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal mit dem entspannten Auto hier los und gucken mal, wo die liegen geblieben sind. Jetzt kann ich wenigstens die ersten Meter mit dem Auto fahren hier. Okay, ich würde behaupten, im Kaltstartbereich ist er noch zu mager. Muss er tatsächlich noch fetter. Braucht schon echt lange, bis er Gas annimmt. Also er läuft zumindest stabil, aber was definitiv noch nicht so gut ist, ist einfach so diese Gasannahme in den ersten 10-20%. Das ist allerdings der Übergang, der ganz schwierig ist, weil da geht er dann auch gerne in den Fuel Cut rein. Das muss ich ganz feinfühlig noch mal rausfahren. Wie lange hast du bei Marius gebraucht, um das zu programmieren? Ja, da war das ja noch ein bisschen komplizierter, weil das Auto so eigentlich nie gefahren wird. Das Auto wird so eigentlich nie gefahren. Das war eben die ganze Hamburger Runde mit Max und Salo etc. Ja, das ist immer ein ganz sensibler, feiner Bereich. Das ist echt schwer, weil man hat riesen Düsen, eine relativ große Drosselklappe, die natürlich recht agil ist. Dann diese Motoren, die im Leerlauf und Teillast eigentlich schon gar nicht mehr laufen wollen mit diesen krassen Nockenwellen. Wir haben über 300 Grad hier drin. Dafür läuft da eigentlich schon gut, aber da kann man auf jeden Fall noch was rausholen. Da stehen sie. Sieht zornig aus. Hat sich ausgegoldet oder was hier los? Ja, der Barren hat aufgegeben, Alter. Alter, vor allem hier halten die Leute an und fragen, was ist mit dem Goldbarren los. Ja, die wird die viele Schweine halten, Alter. Die habe ich ja schon gehört, als Joni heute Morgen gestartet hat. Und dann sprang er an. Aber jetzt haben wir einmal ausgemacht, weil Joni meinte Radio, Zündung an, aus, bla. Und dann sprang er nicht mehr an. Dann müssen wir die 30er Edition einbauen. Da haben wir noch einen Lightblocks mit? Lightblocks. Wer möchte 30er mit? Die können wir da einfach zwischenstellen. Starte mal, Alex, bitte. Muss man hier irgendwas Power drücken? So, jetzt kannst du. Das Ding hier nicht einfach reinpacken so? Reißt der Zahnring gleich ab bei dem Ding, Alter. Ja, behaltet ihr ihn aber lieber. Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber du fährst an einem Schulnik vorbei, Alter, und 50 Leute machen hier noch mit der Kutter, ey. Den nehmt ihr jetzt mal besser mit? Ja. Wir können nachher höchstens gucken, ob wir die. Jawohl. Erstmal einen Pfosten. Jetzt komplett den Spiegel rasiert am Schild. Oh, da. Muss ich jetzt ausmachen? Nee, also es ist eigentlich so, dass wenn du ihn anklemmst, einfach nur anmachen und irgendwann leuchtet diese Leuchte. Okay. Und wenn die leuchtet, heißt das, dass das Ding einsatzbereit ist. Okay. Und Dings. Und wenn du dann ihm alles geben willst, kannst du noch auf Override drücken. Alter, dann mir fällt der Block raus. Genau, mach die vollen 1750. Aber das Ding ist ganz geil eigentlich. Gut. Perfekt. Yes. Gute Reise, gute Besserung. Ziehen wir die Machete mal wieder in D. Ja. Jetzt haben wir zum Überbrücken gerade 8 Liter in der Null durchgezogen. Hätten wir für das Geld auch eine Batterie kaufen können. Hätten wir doch einen ADAC anrufen können hier. Arrivederci. Ja, so haben wir die beiden wieder glücklich gemacht mit unserem Serviceauto hier. Kommen wir wieder ins Hotel, weil wir gerade noch ein bisschen am Schneiden oder Arbeiten sind. Dezent der Leerlaufdrehzahl hier. Was willst du? Er hat geregnet jetzt, ne?
Mir geregnet. Hier hat jemand einen Wasserhahn aufgedreht. War schon nicht ohne, oder? Ja, war echt dolle. Ja. Aber jetzt gehen vielleicht wenigstens mal am Goldbarren Hinterräder. Aber ey, wie ihr hier alle einsteigt, ne? In die Bude. Kein stabiler Kombi hier, Alter. Der Goldbarren läuft gut im Regen. Ja. Ja, perfektes Reiseauto, selbst für 5 Leuten. Ja, und man setzt auch wirklich seltenst auf mittlerweile. Ne? Ja, das geht also, das ist halt ein bisschen dreckig. Ja, wird gefahren. Ist doch schön. Fahrzeug. Mach mich wirklich immer wieder fertig, wenn ich den hier so stehen sehe. Ja. Einfach immer geil. Also, der müsste eigentlich gewaschen werden jetzt. Jonathan, ich habe eine Frage. Was machen wir? Autowaschen. Warum? Wir fahren gleich zur XS und. Wie man sieht, gibt es aktuell ein akutes Blütenproblem. Auf dem Auto jetzt nicht ganz so sichtbar, nur auf den Scheiben, aber ja, waschen wir uns ein vorher. Ne? Aber bist du Fan von Goldbarren? Mega. Macht Spaß, ja, oder? Ja, mega geil. Nicht nur von außen, Hui. Neuer Tag, neues Glück. Wir sind angekommen auf der XS Carnite. Gestern nicht so viel passiert, wie ihr vielleicht auch gesehen habt. Hat dann irgendwann geregnet. Heute zur XS Klagenfurt. Wirklich eins der Top-Auto-Tuning-Events. Ich glaube, man kann sogar sagen Europas. Weil die Jungs gehen wirklich immer 300%. Das werdet ihr dann auch gleich sehen, was hier so an Autos rumsteht. Unsere beiden Raketen stehen direkt im Hauptfoyer. 17 Uhr geht's los. Direkt am Eingang. Fehlt leider noch ein Auto. Ich will gerade nicht in Max' Haut stecken. Ich habe auch wirklich Mitleid mit ihm. Er ist losgefahren heute Morgen, hat den BMW alles durchgecheckt und die einzige Sache, die er leider nicht selbst gemacht hat, ist passiert. Vorne links haben sich ein paar Schrauben in der Felge, in der dreiteiligen Felge gelöst. Das heißt, die Luft kann langsam entweichen. Dann kommt der Plattfuß und dann ist der Reifen natürlich platt. So, das heißt, Max ist jetzt gerade zeitgleich irgendwo im Münchner Raum und besorgt noch ein paar andere Räder, die dann leider auf den BMW kommen. Und dann hoffen wir, dass er rechtzeitig ankommt. Nicht unbedingt rechtzeitig hier fürs Treffen, sondern einfach nur, ja, niegelnagelneues Auto, alles geil und schön. Und dann musst du in der fremden Werkstatt gehen, Räder umstecken und so, das ist halt einfach. Aber es gehört dazu. Hauptsache, am Ende ist er hier und feiert das Auto genauso wie wir. Ja, wir gucken einfach mal, wie das hier so läuft. Dann fahren wir von hier aus eine Stunde auf den Bauernhof. Aber das seht ihr dann, was da passiert. Das hier ist jetzt die Haupthalle. Auf jeden Fall dieses Traversenkonstrukt. Scheppert mich auf jeden Fall schon mal weg. Also für eine Tagesveranstaltung muss man schon wirklich sagen, Chapeau, was hier aufgebaut wird für die Leute. Das ist einfach eine geile Nummer wird. Ne? Das Traversenkonstrukt mit den ganzen Rundungen und so. Mal geil. Oh, da können Sie mir das für S-Motor schon mal ausleihen. Allerdings genauso geil. Aus Traversen Opel-Zeichen gebaut. Das ist natürlich auch mal eine Nummer. Ja, automäßig geht hier einiges. Also ich sag immer, auf der XS Carnite sieht man definitiv die besten Autos immer. Mal gucken. Vielleicht blenden wir euch einfach nur ein paar Highlights ein. Vielleicht quatschen wir über ein paar Autos. Ich habe noch keine Ahnung. Mal gucken. Das machen wir schon. Mal gucken. Hast es geschafft. Geschafft. Endlich haben die Leute die passenden Räder bekommen hier, ne? Ich hab schon gesagt,
Jetzt habt das davon. Ja, die Räder müssen noch ein bisschen sauber gemacht werden. War Leins Geschichte. Das war eine schwierige Geburt. Also, zwischenzeitlich dachte ich echt so, ne. Sind höhere Mächte oder so, keine Ahnung. Das heißt, losgefahren, gemerkt, irgendwann Luft raus und dann war Reifen auch schon kaputt? Ja, 120 Kilometer sind wir schon gefahren. Ja. München schon fast Höhe und dann merke ich irgendwie so ganz leicht Vibration. Obwohl Straße immer gleicher Belag. Ist mir komisch. Auf die rechte Spur gewechselt, dann ging es schon klonk. Da ich mir, okay. Dann wurde die Vibration stärker. Dann habe ich erst gedacht, Radbolzen verloren. Aber ich habe die Räder selber am Abend, glaube ich, dreimal nachgeknackt. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, und dann ging schon wupp, nicht direkt. Standstreifen mitten auf der A0. Genau, bin ich einmal rumgelaufen, hab hier angefangen und dann vorne links war die Luft raus. Und die Schrauben vom Stern. Und dann fragen nicht. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank an den Besitzer, der jetzt seine Räder zur Verfügung gestellt hat. Ich weiß seinen Namen gar nicht. M3 E. Wir blenden auch über Instagram-Namen, blenden auch über ein. Heutzutage kennt man mit Instagram-Namen. Also krasse Aktion. Da musste Max auch noch hin, die BBS draufstecken, die Räder mitnehmen. Draufstecken. Jetzt müssen wir ganz schnell waschen und es ist schon 16 Uhr, die XS fängt um 17 Uhr an und dann müssen wir mal gucken, ob wir das Auto noch irgendwie draufkriegen. Ja, er sagte gerade zu mir, er kann gerade gar nicht das Tor aufmachen, weil da stehen so viele Leute. Hier, Ding hier. Nee, das gar nicht, dass es physisch gerade gar nicht geht, aber deswegen, wir waschen erstmal zu Ende und fahren dann mal rüber. Hallo. Hallo. War absolut die Hölle gerade los. Krass. Eigentlich sollte es erst um 17 Uhr angeben. Max hat Hackengas gemacht. Wieso lacht Joni hier vorne? Weil jetzt mal wieder deine Redewendung des Todes war. Echt? 17 Uhr angeben? So wird's angeben. Scheißegal, es geht weiter. Okay. 17 Uhr, 16:30 waren wir da. An der Stelle nochmal vielen Dank an Andi, dass wir es noch geschafft haben aufs Gelände, uns da durchgemuschelt haben und so weiter. Gibt auch andere Veranstaltungen, wo halt, wenn zu ist, es zu. Aber wir konnten wirklich nichts dafür. Also du hast wirklich 200% gegeben, um hier noch in Time mitzukommen. Die Community hat jetzt ihre CSL-Räder. Ich finde sie wirklich nicht geil. Ich finde auch, das Auto ist jetzt nicht mehr ein Tuning-Auto, sondern halt ein Originalauto. Also ich finde einfach mit den E88 war es für mich einfach mein Traum-Unikat. Ich muss ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein, wenn du die CSL-Räder jetzt drauf siehst und vorher immer die E88 gesehen hast, ist es wirklich leider unspektakulär. Ja, Alter, du hast das Auto nicht während der Fahrt mit den E88 gesehen. Ich bin ja die ganze Zeit... Ich war gestern im Schaufenster und ich habe die ganze Zeit rübergeguckt wegen der Es ist kein Vergleich zu während der Fahrt mit diesem Tiefbett hinten dran, Alter. Wir sind ja bis zu dir gefahren. Das ist einfach nur von außen perfekt. Auch mit dem Tiefbett dann ich finde irgendwie dieses polierte Bett ist halt auch irgendwie so ein bisschen Rennsport von damals. Weil damals waren ja die Rennsporträder alle immer. So, das geht jetzt natürlich komplett verloren. Egal. Lange Rede. Wir wollten eigentlich heute zu einem... Joni, lass schon wieder. Wieso? Nur weil ich meine Redewendung abgekürzt habe. Also wenn du ein Video schaffst, wo kein Fehler in der deutschen Grammatik drin ist, dann gebe ich einen aus. Okay. Warte, wir müssen kurz ein neues Video starten. Das wird das kürzeste Video auf diesem Channel. Nein, wir fahren jetzt Marius und Alex wieder abholen. Wir waren bei... Ich hätte viel lieber noch viel mehr darüber berichtet. Keine Ahnung, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Und zwar hat er uns eingeladen, der Flo 1. Kennt ihr bestimmt aus dem einen oder anderen Video. Orangener Golf 3 VR6 Turbo. Also quasi der... Ja, der, ich sag jetzt mal, das frühere Idol von dem Oma-Golf. Ist das nicht gelb? Hä? Ist doch gelb, oder nicht? Was hab ich gerade gesagt? Orange. Echt? Ja, okay. Ja, war schon ein bisschen... Die halbe Stunde XS war gerade schon wieder zu viel. Nein, der ist gelb. Natürlich ist er gelb. Aber das war derjenige, der früher, als ich das erste Mal im Wörthersee war, an jeder Ampel, an jeder Strecke mit dem K-Custom Goliath Golf 2 damals durchgezogen hat. Der Flo, er hat immer noch das gleiche Kennzeichen, hat uns gerade erklärt, man kann das in Österreich für 15 Jahre kaufen. Da fahren wir jetzt wieder hin. Eigentlich cooles Treffen.
bisschen an der Cover, hätte ich gerne noch mehr zu berichtet, aber schaffen wir leider nicht, weil dann, ich sag mal so eine Stunde, anderthalb, sollten wir dann auch wieder zurück sein an der XS, weil es dann richtig losgeht. Aber sonst, wie war die Fahrt? Bei mir? Ja. Gut, anstrengend, aber gut. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein intensives, die ersten Meter BMW. Ja, sehr intensiv war das. Da gehen wir dann nochmal genauer drauf ein, würde ich sagen. Ja. Aber jetzt reicht es erstmal. Hier hast du dir verdient. Und dann geht's auf weiter. Also ich nehme auf jeden Fall alles zurück, dass der Wörthersee noch recht leer ist. Felden ist mittlerweile wieder gesperrt. Das heißt, man kommt nur noch nach Felden rein, wenn man auch hier ein Hotelzimmer hat. XS Carnite wie immer mega, man sieht dort einfach die besten Autos. Es war zu voll und zu wild, dass wir euch hätten mehr zeigen können. Aber ich denke, cinematisch haben wir das Ganze auf jeden Fall ein bisschen eingefangen. Und ja, das war's vom Wörthersee, zumindest für dieses Video. Mal gucken, was noch kommt. Wir haben ja noch einiges für euch vorbereitet. Deswegen danke fürs Zuschauen und... wir gehen jetzt noch ein Bierchen trinken, bis zum nächsten Mal und tschüss.